Yo ho ho Leute und herzlich willkommen zur vorletzten Folge des CSGO Adventskalenders 2018. Heute ist ja schon Türchen Nummer 23 und wie immer halte ich auch mein Versprechen und heute gehen 5 Preise raus an euch. Weil ich es gestern ja gesagt habe, dass heute 5 Preise rausgehen. Morgen gehen ja dann auch 5 Preise raus und der 5. Preis von morgen ist ja dann, wie ihr vielleicht auch schon wisst, Snipe. So, aber heute gehen erstmal so, der erste und der zweite Preis wäre mal ein Clutch-Key, also jeweils ein Key. Dann als dritten Preis haben wir eine Galileia Chatterbox in Veron. Als vierten Preis haben wir heute eine PP Bison Judgment of a Novice. Und dann haben wir zu guter Letzt für heute noch eine M4A1S Dezimeter in Veron. Da noch zwei Sticker drauf. Gutes Teil, hübsch, hübsch. Die Gewinner von heute werden wie immer aus den Kommentaren des gestrigen Videos gezogen. Die Gewinner von gestern setzen wir heute natürlich aus und die Gewinner von heute werden morgen dafür aussetzen, aber dazu kommen wir dann später noch genauer. So, der erste Key geht heute raus an Marco Meyer. Die Schneebälle sind lustig, ja, das ist lustig, ja, es ist schon lustig, wenn man sich da die Gegner mal einen Schneeball abschießen kann, aber es hat halt keinen richtigen Ingame. Ja, also es ist einfach eine nice Spielerei. Auf jeden Fall mal Glückwunsch an dich, Marco Meyer, du bekommst den ersten Clutch Key. Dann der zweite Klatschkitty geht heute raus an den Big Player. Will was? Du bekommst was. Glückwunsch an dich, Big Player. Du bekommst den zweiten Klatschki von heute. So, dann der dritte Preis war die Galileia Chatterbox. Ich muss gucken, dass ich das eh, also dass ich das eh auch nach der Reihe mache, nicht dass ich dann durcheinander komme mit den Skins. So, Azu Konitze. Was ist das? Der Boy gönnt absolutely. Zweifel, dass du Deutsch sprichst, aber Glückwunsch an dich, congratulations, you got the PP, no, not the PP Bison, the Galileia Chatterbox in Roron. Dass ich sehe, ja, das geht ziemlich schnell und ich vertue mich gleich mit den Preisen. So, jetzt kommt aber die PP Bison Judgment of a Novice in Field Tested und die geht raus an Dave Deem. Wieder neues Video, ja, ja, das ist so. Im Adventskalender kommt jeden Tag ein Video. Glückwunsch mal an dich. Und zu guter Letzt geht er dann auch die M41S Dezimeter in Roron raus. Und die geht heute an 1-2-Fly. Korrektes Giveaway. Danke, Mate. Und Glückwunsch mal an dich. Die Gewinner werden wie immer unter den Kommentaren des gestrigen Videos kontaktiert. Dort antwortet ihr mir dann bitte einfach nur mit eurer Trade-Duell. Und dann bekommt ihr den Skin in den nächsten 24 Stunden. Und falls da heute noch jemand dazu stößt und sich fragt, ja, ich will hier auch noch teilnehmen, wie geht das? Es ist ganz einfach, du musst dieses Video hier positiv bewerten, einen Kommentar darunter schreiben und ein Abonnent meines Kanals sein, dann bist du bei der morgigen Ziehung mit dabei. Was gehen morgen noch so an Preise raus? Ich habe für morgen noch einen Hydra Key, dann eine MP7 Nemesis Infect Renew, eine AK-47. So, es ist mir gerade auch noch die Facecam abgeschmiert, okay, nice, nice. So, wo waren wir stehen geblieben? Ah ja, die AK Redline geht ja auch morgen raus, ist viel tester, jetzt 4 Rob-Sticker drauf, sieht nice aus. Und dann haben wir als Hauptpreis, so vom gesamten Adventskalender, geht ja morgen dann auch noch ein Bowie Knife Knight in Minimal Wear raus. Und um da bei der Ziehung mit dabei zu sein, müsst ihr die ebenfalls auch ein Abonnent meines Kanals sein. Und ihr müsst einen Kommentar unter der Episode 18 schreiben und dieses Video auch positiv bewerten. Ich verlinke es euch in der Infobox und hier in der Infokarte wird halt auch gleich eine auftauchen, oder ist schon da, ich habe keine Ahnung. Warum ziehe ich den Gewinner von dem Knife gerade von diesem Video, nicht wie alle anderen Preise von dem heutigen Video? Es geht darum, dass bei dem Knife wirklich, dass so viele Abonnenten von mir dabei sind, wie nur möglich. Und unter dem 18. Türchen haben halt die meisten Leute kommentiert, beziehungsweise die meisten Abonnenten einfach von mir teilgenommen. Und damit einfach auch die meisten eine Chance haben auf das Knife, ziehe ich den Gewinner unter dem Video 18 bzw. Türchen Nummer 18. Wie gesagt, es ist in der Infokarte verlinkt, hier oben rechts und in der Infobox. Und vielleicht verlinke ich es noch in der Endcard als random Video. Müsst ihr halt dann auch abchecken. Und all die, was schon glauben, dass sie dort kommentiert haben bzw. dieses Video schon positiv bewertet haben, guckt da lieber nochmal vorbei, ob das eh auch alles ist und schreibt halt noch ein zweites Kommentar sicherheitshalber. Es reicht im Prinzip auch ein Kommentar, ihr könnt mehr schreiben, ihr könnt auch 10 Kommentare schreiben, nur es wird halt immer nur eines gewertet pro Account, also
wenn ihr das mir schreibt, habt ihr genau dann noch dieselbe Wahrscheinlichkeit wie jemand, der was nur ein Kommentar darunter schreibt. Und das ist auch bei den anderen Videos, also bei den anderen Skins, was morgen rausgehen, unter diesem Video ist, es wird immer nur ein Kommentar gewertet, dass jeder von euch da dieselbe Chance hat zu gewinnen. Und weil da auch schon ein paar Leute gefragt haben, wie ist das möglich, dass hier so viele zweimal gewinnen und manche gar nichts. Es ist ja das, wenn ihr von Anfang an dabei seid und vielleicht am 1. Dezember schon was gewinnt, setzt ihr dann einen Tag aus. Und am 3. Dezember habt ihr dann im Prinzip auch dieselbe Wahrscheinlichkeit zu gewinnen wie alle anderen. Und da haben halt die Leute, was jetzt zweimal schon gewonnen haben, eindeutig mehr Luck als die, was jetzt noch nichts gewonnen haben. Das ist, jeder hat jeden Tag dieselbe Chance. Und jeder Gewinner setzt halt auch einen Tag aus, damit die anderen auch mehr Chancen haben, aber jo. Es ist halt mal so. Nicht jeder kann gewinnen, Boys. Ja, und dann heben wir heute noch eine Kiste auf. Weil es einfach Bock macht. Und weil ich hoffe, dass Gabe mir vor Weihnachten vielleicht noch ein Geschenk machen will. Ich meine, die Phoenix-Kisten sind jetzt auch nicht so spannende Cases, weil da eigentlich nur Schrott dabei ist, bis auf die AWP Asimov. Ja gut, die Redline bringt auch noch Zaster. Sonst bist du da eigentlich mit allem Bruch. Aber ich habe halt leider gerade keine anderen Kisten da und ich will mir jetzt nicht unbedingt welche kaufen, weil ich ja dann morgen eh extra noch ein Case-Opening aufnehme und ja. Läuft. Gut, dann war es dann auch schon wieder mit dem heutigen Video. Wie gesagt, alle Gewinner von heute werden unter den Kommentaren des gestrigen Videos kontaktiert. Dort bitte einfach nur mit eurer Tradewell antworten und ihr bekommt eure Preise in den nächsten 24 Stunden. Um bei der morgigen Ziehung mit dabei zu sein, Abonnent meines Kanals, dieses Video hier positiv bewerten und einen Kommentar darunter schreiben, dann habt ihr eine Chance auf einen von den drei Skins und den Key. Und wenn ihr dann auch noch einen Kommentar unter dem 18. Türchen schreibt, wie gesagt, es ist überall verlinkt und dieses Video dann auch positiv bewertet, dann seid ihr auch bei dem Knife mit dabei, was morgen rausgeht. Wie gesagt, Bowie Knife Knight, Minimal Wear, relativ gute Float und sie so gut wie gar keine Scratches. Dann hypt euch noch gut rein für die morgige Folge. Ich wünsche euch viel Glück. Dann sage ich euch nur noch Ciao und bis morgen. Euer Santelmo.